Die DKB Handball Bundesliga ist in ihre Jubiläumssaison gestartet. Und wie? 6 sensationelle Tore von Profis und Amateuren lassen die Herzen der Handballfans höher schlagen. Macht mit und stimmt für euren Favoriten beim DKB Tor des Monats August. Holger Glandorf tankt sich gegen Balingen solo im Vollsprint durch die Abwehr. Den Mann aufzuhalten, fällt aber auch wirklich schwer. Was für ein Ding von Rune Dahmke. Kiels Linksaußen mit einer Wurftäuschung vom Allerfeinsten. Da hat selbst Nationaltorhüter Carsten Lichtlein wenig Chancen. Julian Setter geht mit einem ähnlich unvorhersehbaren Wurf ins Rennen. Sein Treffer scheint fast mehr gekullert als geworfen, dafür aber nicht weniger spektakulär. Unser Tor 3. Andy Schmid schaut sich die Sache von links außen erstmal in Ruhe an und startet dann durch. Der Spielmacher der Löwen mal wieder unwiderstehlich. Kemper unter Bedrängnis, Drehung, Wurf hinter dem Rücken, Tor. Niklas Russ vereint die gesammelte Handballkunst in seinem Treffer gegen Flensburg. Tor 5. Michael Schweikarts erster Versuch klappt nicht ganz. Also befreit sich der Mann vom TVB 1898 Stuttgart per Drehung aus der Abwehr und legt direkt nach. Sein Unterarmknaller ist unser letzter Vorschlag.